Hallihallo, ich bin's, der Emil. Thema der Woche ist Sex. Und ich beziehe das jetzt mal einfach auf schwule Transmänner. Denn mit Frauen habe ich da jetzt nicht die Erfahrung gemacht. Oder noch nie Erfahrung gehabt, sag ich mal so. ja, also ich gebe ehrlich zu, ich hatte während der Transition, sag ich jetzt mal, bis zur Mastek und Histo keinen Sex gehabt und davor die Zeit, bevor ich damit angefangen habe, eigentlich auch nicht. Also ich hatte schon Sex gehabt davor, also in meinem Leben, sag ich mal. Aber das waren halt, das war dann auch ein fester, mein Ex-Freund, also das war jetzt nicht, nicht irgendjemand Fremdes oder so, sondern jemand, den ich schon länger kannte. Also mit dem ich dann auch eine Beziehung hatte. So, sage ich, oh, ist das kompliziert. So, ja. Und ja, war in Ordnung, war schön. Also war nicht scheiße oder schlecht. War vor allem bei meinem ersten Freund, da waren wir beide noch recht jung und experimentierfreudig. Das fand ich sehr, eigentlich sehr toll. Also eigentlich optimale Lösung für uns beide, uns da so zu entdecken und festzustellen, was ich nicht mag und was er nicht mag. Vor allem, was ich nicht mag, war das sehr gut, denn bei meinem zweiten Freund wiederum, da war ich schon älter, war ich schon so, keine Ahnung, 16, 17 oder so, der hatte dann auch schon seine Erfahrungen gehabt und seine Vorlieben und dem dann zu verklickern, dass ich das so und so nicht mag, ja, war dann schon schwieriger, aber ja, gut, und das waren keine heterosexuellen Beziehungen, wenn ihr das noch so nebenbei bemerkt. Aber ist ja auch egal. War eigentlich eine schöne Zeit, weil ich habe da war in Ordnung, war jetzt nicht irgendwie Kacke oder so, war schöne Zeit. Ja. So, wie gesagt, mein Problem vor allem beim Sex, wie mit den anderen, wie wahrscheinlich bei, egal ob man schwul oder hetero ist, war vor allem bei mir die Brust. Vor allem die Brust. Und das, was vielleicht jetzt nicht bei allen so schlimm war, aber bei mir hat es sich jetzt. Ein Moment, ich war eben. Oh, vor allem, vor allem, was bei mir noch extra, also ich habe die Vagina, ich kann es nicht akzeptieren, also ich komme damit nicht klar, deswegen ich den Clip-in auch angestrebt habe. Also auf jeden Fall, den Clip, ich würde auch gerne den Aufbau machen, aber aktuell traue ich es mir nicht zu. Also das waren meine Probleme, da sich da einfach, ja, sich so hinzugeben. Also das war bei meinem zweiten Freund auch das Problem, den zu verklickern, dass ich das da vorne nicht so mag. Ohne zu wissen, dass ich trans bin und ja. Und deswegen habe ich auch, nachdem es mit ihm dann vorbeiging, habe ich auch keine Lust gehabt, mir da jetzt irgendwie mir da noch einen Freund zu suchen. Ich wollte erstmal mit mir selber klarkommen. War einfach andere Sachen waren größer, wichtiger, größere Probleme als Sex zu haben. Irgendwie, also hab zwar manchmal das Bedürfnis gerne gehabt, jetzt irgendwie einen Partner zu haben, aber das war vor allem für mich, also ich kam echt bis zur Mastek und Histo, das war die größte Befreiung. Kam ich mit meinem Körper nicht zurecht, überhaupt nicht, gar ein bisschen. Nein, ich kam damit nicht klar, ich weiß auch nicht. Also schaut euch da uns das Video von Noah an, den Noah Patrick. Den mit der Brille, wir haben ja zwei Noahs. Der hat dann noch was Tolles zu dem Thema gesagt. Und damit, dass man sich vielleicht einfach so akzeptieren sollte, wie man ist. Aber ich konnte das einfach nicht. Ja, also ich hatte dann, wie gesagt, gehen wir dann jetzt zum nächsten Schritt. Ich hatte erst dann Sex gehabt, als ich die Mastek und Histo hatte. Vor allem war mir die Histo auch wichtig. Ich habe Histo auch noch aus dem Grund wichtig. Weil ich dann nicht mehr schwanger werden konnte. Also das war damals auch immer meine größte Angst mit meinen zwei Ex-Freunden, dass ich schwanger geworden bin. Also das wäre der größte Albtraum meines Lebens, dass ich schwanger geworden wäre. Also ich weiß nicht, ob, naja, das wäre, ich glaube, das wäre der größte Horror meines Lebens, wenn ich schwanger geworden wäre. Ja, damit wäre ich, glaube ich, gar nicht klargekommen psychisch. Wäre ich, glaube ich, total tot. Tot, Matsche. Nicht mehr da, wenn das passiert wäre. Also natürlich habe ich mich Verhütung und so gemacht, aber man kann ja nie wissen, kann ja trotzdem passieren. Und deswegen war mir die Histo auch sehr wichtig, nicht nur wegen den Eierstöcken und so, sondern auch vor allem, dass man schwanger werden kann. Und die Mastek halt, um mich
so wohlzufühlen, außen hin. Und ja, als ich dann das hatte, die OP, habe ich dann auch angefangen, wieder einen Freund zu suchen. Und hatte, bevor ich meinen jetzigen Freund getroffen habe, auch mehrere Dates gehabt mit Leuten. Und ich habe das dann immer, worauf es eigentlich nur ausging, auf Sex halt, also Sex-Dates oder One-Night-Stands, wie auch immer. Und hab dann halt, ich hatte ein anonymes Profil, sag ich mal, auf so gewissen Plattformen. Und hab dann halt gesagt, dass ich dann halt, dass das bei mir ein bisschen anders ist. Aber wenn trotzdem wollen. Jetzt mein Fresse. Und dann hatte ich trotzdem meine Sex-Dates gehabt und konnte meine Sexualität ohne Probleme ausleben. War dann kein Problem mehr gewesen. Ja, also jetzt zu dem Punkt Sex, Körpers, ehrlichen Sex. Weil unter Sex kann man ja auch seine, also ja, also ich weiß nicht, wie das ist für einen Transmann, schwulen Transmann, wenn man eher aktiv ist. Bin nicht aktiv. Bin, keine Ahnung, vielleicht wäre ich aktiv, wenn ich einen Schwanz hätte. Ich weiß es nicht. Also ich hatte schon mal die Möglichkeit mit einem Strap-on, habe ich schon Sex gehabt. Hat mir auch sehr gut gefallen. Aber es ist für mich irgendwie nicht dasselbe. Irgendwie, also irgendwie wegen dem, also irgendwie, da habe ich schon mit, ich habe mal mit anderen Transmännern so mich ausgetauscht, die jetzt zwar nicht schwul waren, aber die haben halt mit Strap-on Sex haben und die sagen, dass vieles ja auch Kopfsache ist. Und trotzdem ihren Orgasmus haben und alles, aber es für mich ist, es ist schon geil gewesen, aber irgendwie war es schon anders. Vor allem, ich habe auch eine ganz andere, man hat ja dann auch eine ganz andere Position, wenn man der Aktive ist. Also, ja, keine Ahnung. Ja. Und jetzt mittlerweile, ja. Und was vielleicht vor allen Dingen auch noch der Hindernis ist bei schwulen Transmännern, ist halt, dass man halt Vagina hat. Also bei mir war das ja schon irgendwie ein Problem. Ich musste auch den Leuten immer verklickern, dass ich keinen Vaginalverkehr haben will, weil ich das nicht mag. Und also ich kann das nicht abhaben oder ich konnte es nie abhaben. Hat mir noch nie gefallen. Also schon bei meinem allerersten Freund nicht. Hat mir das nicht gefallen und nicht einfach, weil. Nee, das ist einfach. Nee, das war für mich falsch. Das war etwas, allgemein, das ganze weibliche Ding da, das war etwas, was nicht zu mir gehörte. Also ich hatte bei der Vagina genau dasselbe Gefühl wie ihr alle Transmänner, das hat mit den Brüsten, das hat nicht zu mir gehört. Das war etwas, was ich nicht brauchte, nicht, was nicht ich, nicht zu mir gehört halt, wie die Brüste. So, das brauchte ich ja auch nicht. Das war etwas, was ich nicht haben wollte. Und jetzt habe ich halt den Clitban, hat schon Sex gehabt. Und also ich finde es irgendwie geil haben. Irgendwie, also, ja, ich find's besser. Weil einfach, das ist einfach nicht mehr dieses Teil da vorne da ist. Diese zweite Öffnung, sag ich immer, diese unnötige Öffnung. Das heißt, wenn ihr euch gerne mal mit mir so auch austauschen wollt, ich kann das überhaupt gar nicht alles in diesem Video hier reinklatschen, schreibt mich an. Ich bin austauschbereit. ja, dann war's das zum Thema. Schaut euch sonst noch das Video von Noah Patrick an. Der sagt dann nochmal was zu sich zu selber akzeptieren. Der ist ein schönes Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.